Aber das vorhin ist ein absolutes No-Go. Unverständlich. Das erstmal. Wir hatten 300 bis 400, oder? Ja, ungefähr. Und wir hatten die beiden Sockel drin. Weil das hier ist schon mächtig böse. Das sind dann 450 gegen Troll plus 120 kritischer Schaden. Ich glaube, das heben wir uns mal auf und nehmen es dann für einen Trollkampf. Ne, nehmen wir nicht. Der hier kommt aufs Gleiche hinaus. Ja, nicht ganz. Und er hat den Schaden relativ konstant und auch noch Regeneration. Okay, wir nehmen dann den. Gut, der hat 210, den können wir uns erstmal abschwenken. Mensch, was wir damals hier für ein geiles Beil gefunden haben. Das scheint ja richtig der Knaller gewesen zu sein. Okay, 25 Gesundheit. Verteidiger, meisterliche Qualität hat beides. Gemaschen lassen wir erstmal weg. Weil von den 25 Gesundheit haben wir mehr. Gut. Nicht gut, schade, wir konnten nichts davon ausrüsten. Die coole Zweihandwaffe, die wir gefunden haben, war, glaube ich, auch noch ein Schwert, ne? Das heißt, wir hätten noch nicht mal die Chance, wieder auf Axt umzurüsten. Dabei würde ich doch so gerne eine Axt nehmen. Der dort oder Gernot? Ordentlich was in der Brust stecken hier, der Kleine. Da geht er down. Zack, der kann auch nicht mehr so viel aushalten. Bam. Hier mal ein Stück näher dran und ziehen mal auf den Kopf. Vielleicht kriegen wir sogar einen Headshot hin. Jawohl. Da geht sie down, die Sau. Schöner Extra-Raum, schön viele Bolzen. Und weiter, weit kann es nicht mehr sein. Level 21, wir sind vorbereitet. Weiter. Save Point. Gucken wir mal kurz an, was wir eben noch gefunden haben. Das ist ein Schild und 265, deutlich schlechter. Und Beine, vielleicht nochmal die gleichen. Okay. Haben wir. Oh, was war das? Wir haben auch keinen Sockelstein, sonst hätte ich eventuell die Beine genommen. Und da hinten kämpfen die schon. Greifen die schon an mit ihren Zauberkräften. Die miesen Assis. Okay, die lassen wir hier mal schön runterkommen. Leute, kommt her, das ist alles Taktik. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Ich rufe sie mal zu mir. Keine Angst, ich werde dir helfen. Na komm her. Keine Angst, ich werde dir helfen. Er krepiert doch da oben gleich. Aber wir machen wieder doppelten Schaden, aber guten Schaden aus dem Schild raus. Nutzen wir das. Na, sind wir deiner Aufmerksamkeit würdig? Oh nein, unser Schild ist weg. Haben wir ihn? Sieht gut aus, ne? Da ist noch einer. Na, der hat uns wohl gesehen. 16 Bolzen haben wir noch. Mehr als genug. Und wir wollen jetzt endlich euren Meister sprechen. Wir müssen uns gegenseitig rücken. Ihr haltet uns nicht auf.
Kommen sie jetzt von hinten noch, oder? Rückendeckung, wenn die nur von einer Seite kommen, ist ja auch ein bisschen merkwürdige Taktik. So, bam, hat sich das auch mal gelohnt. So. Ich hoffe, ihr habt genug. Okay, er hat nur nicht genug. Aber wir gehen jetzt definitiv erstmal auf den Vogel hier. Denn die machen zu viel Schaden, als sie ignorieren zu können. Und ich muss ehrlich sagen, der Death-Mode mit dem Gestunner und sowas, das ist deutlich leichter. Also jetzt von der Sicherheit her. Man frisst halt hier schon relativ viel Schaden. Und auch das Ausweichen ist, kann man nicht immer perfekt, wenn da halt nur mal gerade zwei sind und der eine lässt sich jetzt nicht unterbrechen oder wie auch immer. Dann hat man halt so eine Situation, aber wir haben so gottverdammt viele Heiltränke. Und anscheinend auch eine Regeneration, nicht schlechte, denn ich sehe da den Lebensbalken langsam wieder nach rechts kriechen. Hallo Ratte. Cute. Oh, Cinematic. Epische Wendung. Mhm. Hallo, Herr Vogel. Hätten wir also noch kurz gewartet, hätte er uns hier hinfliegen können. Na, ist cool. Ganz miesen Atem hat der Vogel. Er hat schon mal einen besiegt. Oh nein! Er wird doch wohl nicht nochmal jetzt hier krepieren. Jawohl! Jawohl, ja! Ach, Bilderrahmen ist geil. Gucken, ob der jetzt auch da oben gleich noch liegt, wenn wir ins Spiel reinkommen. Oh, er wurde verletzt dabei. Schwer verletzt. Das erledigt Agandas Bestie. Er wird uns so nicht noch einmal entkommen. ich glaube, er ist geflohen. Also einfach abgehauen, es geht nicht gegen seinen Stolz. Geht es dir gut, brauchen wir nicht fragen, sondern was tust du hier, wollen wir auch nicht wissen, geht es dir gut. Ah, aber der Kampf war auf Messerschneide, mit dir so schwer verletzt. Wenn du stark genug bist, solltest du dich nicht sofort zurückziehen. Ich werde meine Stärke bald wieder erlangen. Aber ich habe nicht die Absicht, mich zurückzuziehen. Ich möchte an dem finalen Schlag gegen Agandar teilhaben. Das Blut meiner Verwandten und die Bande der Freundschaft verlangen das von mir. Nun gut, wir könnten dich brauchen. Ah, ich weiß ja nicht. Nachher krepiert er noch dabei, aber wir könnten ihn auch brauchen. Und man, er muss das selber wissen, von daher. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre. Ja, eben. Und ich habe das Gefühl, dass wir dich noch brauchen werden, bevor der Tag zu Ende geht. Aber du bist noch sehr geschwächt. Versprichst du wenigstens, dich aus der Schlacht herauszuhalten, bis wir dich unbedingt brauchen? Es bringt nichts, ohne Grund sein Leben zu opfern. Der Tod ist hinnehmbar, wenn er das Ende von Agandar bedeutet. Aber es sei, wie ihr sagt. Jetzt lasst uns weiterziehen. Der Feind holt uns ein, wenn wir noch länger zögern. So, lustig, dass wir hier alles und jeden opfern. Ach ja, da oben ist der Drache. Nur für einen Helfer von Sauron. Das ist ja noch nicht mal jetzt irgendwer Wichtiges. Das ist ja hier nur einer seiner Schergen. Zahl der Stürze im Kampf. Jawohl, 0:1:1. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Noch nie. Tja, so ist das, wenn man Zwerg ist. Tja, kating. Mit dem dicken Schwert. Aber ich hätte viel lieber eine Axt. Kannst du immer wieder rum. Zwerge brauchen einfach eine Axt. So. Und da ist er. Wir müssen ganz nah sein. Bleib zusammen. Er schießt mit Blitzen. Creepy. Agandar.
Sohn Satans. Komm her, du Opferlamm. Aganda. Ist es möglich? Dieselben drei Schwächlinge, die sich in Fornost hinter den Elben versteckten? Ihr seid es, die mir gefolgt sind und meine Pläne durchkreuzten? Richtig. Ja, und wir haben jeden deiner Schritte vereitelt. Das Einzige, was ihr getan habt, ist, meinen Zorn zu vergrößern. Wegen eurer Frechheit soll mein Sieg über den Norden umso grausamer sein. Solche Drohungen stärken uns nur, du Monster. Komm und stell dich und sag an da, du hast einiges zu verantworten. Ihr Narren, ich habe vom dunklen Herrscher persönlich gelernt. Ich bin Saurons mächtigste Waffe im Norden. Ihr rennt nur in euren Tod. Na, das werden wir ja noch sehen. Ich hab schon wieder große Klappe, hoffentlich ist ja nicht wirklich wieder unfair. Aber es wird schon. Kann ruhig knackig schwer sein. Okay. Ab geht's. Endlich der Kampf gegen den Großen. Das war schlecht. Ich bin fast am Überlegen, ob wir lieber das Schild anziehen. Komm schon! Crit! Crit Damage! So ein Ort wird wahrscheinlich nur leicht bewacht. Aha. Macht auf jeden Fall guten Schaden, der Gute. Achso, das ist, wenn Schlachtruf noch aktiv ist. Das heißt, jetzt können wir es wieder rufen. Bam! 1800! So, komm her, du Vogel. Oh, er fliegt. Er hat schon gut Schaden bekommen. Oh, er beschwört einen Troll. Ach ja. Okay, da hatten wir gesagt, beim Troll hatten wir gesagt, wir wollen gerne dies hier. 1,5 gegen Troll. Jawohl.